Okay, wir gucken jetzt Aufgabe Nummer 5 an. Das ist der Crash auf den Mond. Also wieder ein bisschen Orbitalmechanik mit fatalen Ausgang. Nochmal der Hinweis, vielleicht aus aktuellem Anlass, in nächsten Tagen ist der erste bemannte Flug mit der Falcon X und dem Dragon Crew Modul, glaube ich, geplant. Also das ist auch eine interessante Sache. Da gibt es auch immer viel Orbitalmechanik zu sehen. Bleiben wir mal bei unserem unglücklichen Mondcrash. Da haben wir also erstmal unseren Mond. Machen wir erstmal unseren Mond hin. Das soll der Mond sein. Und der Mondradius ist gegeben und in einer gewissen Höhe, schauen wir uns gleich mal an, umkreist also ein Modul oder ein Raumschiff oder wie auch immer den Mond. Das heißt, wir setzen also jetzt mal ungefähr so einen zweiten Kreis drumherum. Und da soll also jetzt dieses Raumschiff herumfliegen. Und das hat halt eine gewisse Umlaufgeschwindigkeit. Und dummerweise ist irgendwie jetzt gerade so ein vielleicht so ein Manöver oder sowas geplant gewesen. Und der Steuernde oder Operator, der startet das Triebwerk, bloß es führt dazu, dass anstatt vielleicht das Raumschiff zu beschleunigen, wird es abgebremst um 20 Meter pro Sekunde. Und dann kommt es zum Crash. Und wir sollen halt ausrechnen, welche Geschwindigkeit das Raumschiff auf den Mond einschlägt. Dazu sind gegeben, schreiben wir uns mal die Zahlen auf. Wir haben also den Radius des Mondes. Der ist gegeben mit 1,74 mal 10 hoch 6 Meter. Wir haben gegeben eine Höhe von 50 Kilometern. Nennen wir das mal h ist gleich 50 Kilometer, also 5 mal 10 hoch 4 Meter. Und der Mond hat eine Masse, die ist gegeben mit 7,35 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Das heißt, wir können hier nochmal eine Skizze einzeichnen. Das ist also der Radius des Mondes. Der ist gegeben mit klein r. Und dann haben wir den Abstand zum Mondzentrum gegeben mit r plus h. Und die ursprüngliche Geschwindigkeit wollen wir erstmal ausrechnen. Wenn wir also die Umlaufgeschwindigkeit ausrechnen wollen, dann können wir sagen, dass die für die Kreisbahn relevante Geschwindigkeit ist ja gegeben durch Gleichgewicht der Kräfte, das heißt, wir haben mv Quadrat durch r plus h ist gleich der Schwerebeschleunigung, die dann nach innen wirkt, das ist also gm. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen besser das aufschreibe. Jetzt habe ich das ein bisschen blöd gemacht. Nennen wir das mal Groß M, um das zu unterscheiden von der Masse klein m. Geteilt durch r plus h zum Quadrat. Und dann können wir das m hier schon mal rausstreichen, das kleine m, und dann bekommen wir heraus, für die Geschwindigkeit v ist gleich Wurzel aus g groß m durch r plus h. Und da setzen wir dann unsere Größen ein, das heißt also groß g ist unsere 6,67, schreiben wir das nochmal hier hin, das ist 6,67 mal 10 hoch minus 11 Newton Quadratmeter geteilt durch Kilogramm Quadrat. Und alle anderen Zahlen eingesetzt, dann bekommen wir eine Geschwindigkeit heraus von, nennen wir das mal ruhig V0, das ist die ursprüngliche Geschwindigkeit. Das ist dann 1655 Meter pro Sekunde. Und nach der Korrektur reduziert sich die Geschwindigkeit um 20 Meter pro Sekunde. Haben wir dann also die Geschwindigkeit V ist gleich
V0 plus Delta V ist dann 1635 Meter pro Sekunde. So, und jetzt können wir mit Energieerhaltung wieder vorgehen. Das heißt, wir wissen ja, dass zu dem Zeitpunkt, in dem also dieses Raumschiff aus dem Orbit heraus abgebremst und dann zur Mondoberfläche fällt, gelten Energieerhaltung. Das heißt, wir können sagen, die kinetische Energie anfänglich plus die potenzielle Energie ist gegeben durch m halbe v Quadrat minus g m groß m geteilt durch r plus h. Und die muss gleich der potenziellen Energie sein zum Aufprall. Nennen wir das mal m halbe v Impact zum Quadrat minus g m groß m. Und der Impact findet statt, wenn der Abstand gegeben ist durch klein r. Und wir kennen diese Größe, ist bekannt, alles andere ist bekannt. Das Einzige, was wir nicht kennen, ist das hier. Das heißt, wir lösen dann also auf, können also sagen, das kleine m kürze ich überall wieder raus. Deswegen ist das auch gar nicht in der Aufgabe angegeben, ist gar nicht nötig. Dann haben wir also Vi Quadrat ist gleich V Quadrat. Wir nehmen also beide Seiten mal 2, dann addieren wir das gm durch r auf die andere Seite. Dann haben wir also hier stehen plus gm und dann haben wir in der Klammer stehen 1 durch r minus 1 durch r plus h. Und dann braucht man eigentlich nur noch die Wurzel draus zu ziehen. Am Moment, wir müssen noch Faktor 2 irgendwo einfügen, weil wir mal 2 nehmen. Hier steht also 2 gm. Mal dem Ganzen. Jetzt können wir das Ganze noch ein wenig umformen, wenn wir wollen. Wir können dafür auch schreiben, das ist gleich v Quadrat plus 2 gm durch r. Und dann steht hier noch 1 minus 1 durch. Und wenn wir das 1 durch r da ausgeklammert haben, steht hier 1 plus h durch r. Und wenn man will, kann man das auch noch wiederum Taylor entwickeln. Dann haben wir da stehen v Quadrat plus 2gm durch r, 1 minus und 1 durch 1 plus h durch r. Das können wir entwickeln, wenn h durch r klein ist. Und das ist es hier zum Vergleich 50 Kilometer zu 1740 Kilometer. Dann haben wir da stehen also 1 minus 1 minus h durch r dort stehen. Und dann hebt sich die 1 hebt sich da weg. Und dann haben wir hier stehen, das ist gleich v, da muss noch stehen, v Quadrat plus 2 gm h durch r Quadrat. Und wenn wir die Zahlen dann einsetzen und die Wurzel ziehen, ist die Einschlagsgeschwindigkeit 1683 Meter pro Sekunde. Das ist also eine ziemlich zerstörerische Geschwindigkeit. Sicherlich nicht angemessen für eine saubere Landung. Das wird ganz sicher eine Bruchlandung.